Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Und ja, wir wollen jetzt mit Garrett reden, ne? Das ist so unsere Aufgabe. Der läuft hier unten irgendwo rum, ne? Da läuft er rum. Garrett. What word do you bring? Garrett. Ich habe einen Stab gefunden, dem man den Kreischer oder die Kreischer töten lassen. I had no doubt. You bring me hope, Sorcerer. I'll gather the other seekers and travel to shore. Meet us there as soon as you can. Genau. Also, die werden jetzt zum Strand gehen, also die werden jetzt ihr Lager verlassen und zum Strand gehen. Da oben, wo ich ja schon mal gezeigt habe. Und da kann man dann den Kampf starten. Der ist... Das ist der Endkampf. Also, nicht der Endkampf des Spiels, sondern der Endkampf dieser Insel. Und dementsprechend... werden wir den natürlich noch nicht machen, solange wir noch nicht die Sachen, die wir noch erledigen wollen, noch nicht gemacht haben. Gareth's voice echoes throughout the enclave with such command, it could rouse a fawn to action. We move, seekers. Now is the time to resist. The Lady Vengeance will be ours. Moment. Aber ich sollte... Ah, nee, das machen wir... Ich glaube, das geht auch noch... Das geht auch noch danach. Ich sollte ja eigentlich auch noch Garrett sagen, dass wir ein Gotterweckte sind. Aber vielleicht geht das ja jetzt noch. Nee, er ist nicht mehr ansprechbar. Gut. Die Flucht. Tag 5, 16.10 Uhr. Die Sucher werden sich in einem verlassenen Lager mit Blick auf die Küste versammeln, um ihren Angriff auf die Rachefürstin vorzubereiten. Wir sollten uns dorthin zu ihnen treffen, sobald wir bereit sind. Genau. Für mich ganz wichtig. Wir können selber entscheiden, wann wir das machen wollen. Ruf zu den Waffen. Tag 5, 16.10 Uhr. Garrett hat am verlassenen Lager der Magister seinen verbliebenen Suchern um sich geschart, um das Flaggschiff der Magister zu kapern. Die Rachefürstin. Wir werden das Schiff einnehmen, während wir uns darauf konzentrieren sollten, die noch zu verbliebenen Kräfte der Magister an der Küste anzugreifen. Wir sollten mit Garrett reden. Wichtig, die versammeln sich nicht da, wo die Rachefürstin steht. Also ich habe ja schon gezeigt, dass sie sich komplett auf der anderen Seite der Insel versammeln und da der Kampf stattfindet. Also man sollte jetzt nicht zur Rachefürstin gehen, da wird nichts passieren. Die Kreischer. Tag 5, 15.25 Uhr. Diese Waffen scheinen aus einer längst vergessenen Zeit zu stammen. Lange vor der Ära von Bracchus Rex. Und wir sollten Gratiana von dem Läuterungsstab erzählen, den wir gefunden haben, aber die ist auch nicht gemacht. Die will auch nicht mehr mit uns reden, weil sie freut sich gerade total, dass wir was anderes mit ihr gemacht haben. Ist auch nicht so wichtig. Und der ewige Anbieter abgeschlossen, also geschlossen. Das heißt also, wir haben die Quest fertig. Tag 5, 15.22 Uhr. Wir haben Gratiana ihr Sehgefäß gebracht. Sie war sehr dankbar für ihre Hilfe. Für unsere Hilfe, nicht für ihre Hilfe. Ja. Das läuft doch schon mal ganz gut. So wollen wir das haben. Und genau. Das ist auch der Versammlungspunkt hier hin. Da müssen wir uns da nicht hin teleportieren, weil wir haben den Punkt noch nicht entdeckt. Hier ist die Rachefürstin. Da findet der Kampf nicht statt, sondern da. So da oben so. Aber wir wollen jetzt erstmal hier oben hin, denn eventuell ist in dieser einen Höhle noch, also in diesem einen Kerker noch was dran. Wir gehen da lang. Da liegt zumindest kein Eis auf dem Boden.
Nein, wo läufst du hin? Also man kann auch von hier oben übrigens reinlaufen, den Kerker, ne? Also wenn man hier raufklickt und da oben. Guck mal, genau. Das macht der rote Prinz jetzt auch. Das ist sehr merkwürdig, dieser Hack. Wenn man da oben steht, dann kann man da reingehen. Aber wir wollen das mal richtig machen. Der lebt noch. Und was wir jetzt machen, F5. Und Quellenmagie-Zauber. Der benötigt einen Quellenmagie-Punkt. Das sieht man an diesem blauen Salmi-Icon. Zeigt an, wie viele Quellenmagie-Punkte man braucht. Unten steht dann hier, wie viele Quellenmagie-Punkte man hat. Außerdem auch nochmal hier in den Tooltip da unten. Das, was so blau leuchtet. Und dann können wir, wenn wir da so einen haben, so eine Segnung anwenden. Gucken wir mal schnell. Müsste es eigentlich wesentlich, sollte eigentlich weg sein. Oder das wird dann geheilt. The Magister looks up as you approach. Change your mind? The Magister groans in pain as you walk. Ich kann ihn gar nicht heilen, weil eine Segnung. Naja, er ist verwesend, ne? Aber kann das nicht. Man kann diese Verwesung nicht heilen, ne? Ja gut, wenn das nicht geht, dann ja, machen wir das eben so. Hol ich nochmal für alle anderen auch nochmal mit den Quellenmagie, ne? Das machen wir jetzt auch nochmal hier. So, zu Sibylle kannst ja auch. Nom. Und der Zwerg. Und den Nebel werden wir segnen. So. Knowing the reputation of Brachus Rex. Ja. Haben wir geschafft. Die Tür ist offen. Und dann muss ich erstmal nochmal Quellenmagie zurück. Hier oben ist noch ein Tor, die ich. Dann. Schauen wir uns da drin mal um. Die Waffenkammer. Tag 5, 16.49 Uhr. Es ist uns gelungen, die Tür zum zweiten Raum zu öffnen. What is this contraption? Tag 5. Also die Waffenkammer. Tag 5. 16.54 Uhr. Im zweiten Raum haben wir einen seltsamen Monolithen gefunden. Oh, hier läuft noch eine Ratte rum. Geil. Mal speichern. Before you stands an ancient shrine, runes carved deep into its rock.
untersuchen. The runes are in no language you understand or recognize. The shrine seems completely inert. Berühren. You feel the source inside you swell up, filling your chest, yearning to be free. Kraft sammeln und in den Fingerspitzen die Quellenmagie beschwören. Your power flows from your chest and into your hands. Green tendrils of power slithering from your fingertips across the shrine. The shrine starts to vibrate and glow. Slabs of stone gliding across each other as it begins to open. Wir haben irgendetwas aktiviert. Die Waffenkammer abgeschlossen. Okay, Tag 5, 17 Uhr. Mit Hilfe der Quellenmagie haben wir den Monolithen erweckt. Ja, und mehr können wir hier auch nicht machen, aber was zum Teufel bringt uns das jetzt? Vielleicht gibt es hier noch mehr Monolithen. Es steckt oder irgendetwas wurde jetzt draußen aktiviert, ich weiß es nicht. Raserei, Ifan. Wir haben zumindest die Aufgabe abgeschlossen. Aber was jetzt dieser Monolith macht? Keine Ahnung. Ich habe das halt noch nie aktiviert, wirklich. Ich dachte jetzt, wir würden noch so einen Läuterungsstab bekommen. Aber entweder haben wir noch einen bekommen? Oder haben den Garrett gar nicht gegeben? Ich dachte, man würde da jetzt eben auch noch einen Läuterungsstab rausbekommen, aber naja gut, wenn man sowieso diese eine Höhle erst abschließen muss, um dann halt die Fähigkeit zu bekommen, um dann hier reinzukommen. Naja. Okay. Dann werden wir jetzt uns... Na, eigentlich dieser Standort ist schon ganz gut, dass wir von hier losgehen. Wir werden erstmal so in Richtung da oben gehen, denke ich mal. Damit wir da den Portalschrein da aktivieren. Und dann gehen wir noch da unten hin. So noch da. Ja, da gehen wir auch noch hin. Das ist ja noch das Einzige, was wir einige machen wollen. Bevor wir dann eigentlich den Endkampf auf dieser Insel starten. Hier müssen auch noch... Oder sind hier noch Leute? Da, guck mal, da. Genau, da ist so ein Magister. Captain, is that you? Where is everybody? Who's there? I can hear you. Captain, is that you? A young magister tenderly fingers two fresh gashes across his eyes and face. His fingertips hesitate over his closed eyelids. He's been blinded. At your approach, he spins to face you and readies his shield. Aber er kann handeln. Stop! Stop! Who goes there? Was ist mit deinem Gesicht passiert? He raises his sword. State your name! Now!
Ich erfinde mal eine Person. Magister, Prinz, ich bin irgendwie so ein ganz unwichtiger Typ. Prinz, I don't know any princes. Tell me the truth. Who are you? Okay, Verstand, Gedächtnis, Stärke. Verstand, Gedächtnis, Stärke. Gut. Gedächtnis wird es sein. Funktioniert. I'm sorry, I can't see anything. I feel like a sheep in a wolf's den. So, how much did you hear back at the fort? Ja, ich habe gehört, hier gäbe es Ärger. I don't know how it all went so wrong so fast. We came to get the purging wands from Brakus's old armory. Loaded up the last of them without any trouble. Achso, die haben den Lotterungsstab schon. Ah, okay, die haben den Stab schon geholt, wahrscheinlich. Vielleicht ist das sogar der, oder der hat ihn irgendwie. Das kann nicht sein, weil sonst hätte ich ihn ja kaufen können. The cart was good going. But we hit a snag. Those bloody skeletons had laid a trap for us. Irgendwo liegt ein Wagen. They turned the cart, pulled us out by our hair. We lost Faray. Landon and I beat the rest back. But not before one of them got me across the ice. Darf ich mir die Wunden genauer ansehen? Yeah, go ahead. Wir gucken mal. How bad is it? Nicht so gut. Es sieht nicht so gut aus. He pauses for a moment, then gently takes your hand from his cheek, holds it a moment and drops it. I should see a healer. Maybe there's still time. You can watch the cart, right? We can't leave it here. It's very important. Gewissensbisse. Oh, ich könnte natürlich sagen, nee. Geht ja gar nicht. Ich habe voll gelogen. Aber okay. He reaches out and feels for your shoulder. He shakes it twice, then reaches up and pats your cheek, probably a little harder than he means to. Thank you. I can get myself back to the fort fine. After all these expeditions, I know the way well enough. Thank you. So, der wird jetzt gehen. Und das war ein geschützter Wagen. Ja, eventuell finden wir hier noch was Interessantes. What is this? Some sort of magister weapon. Der Zauberstab. Achso, da ist nur so. Ja, man hätte ihn auch töten können übrigens, aber haben wir es mal nicht gemacht. Oh. Alles klar, Leute. Das war's mit der Folge. Das Spiel ist einfach abgestürzt, ohne eine Fehlermeldung. Ist einfach zugegangen. WTF? Okay, da sowieso jetzt die Folge vorbei ist.
Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.